Hallihallo, zurück. In der letzten Folge haben die beiden sich verlobt. Krasse. Ja, Ich wirklich. wollte jetzt Gerade mal. Da bin ich sehr eine Party gewöhnt. feiern, eine Verlobungsfeier sozusagen. Entschuldigung. Und du mal So. Venera. Seneca Seneca. Kineku Swarspa. Brisalak. Hier gibt es ja nur eine Hochzeitsparty, die wir uns aber eh noch nicht leisten können. Ich würde einfach eine Hausparty sagen. Gastgeber sind wir beide. Einladen tun wir alle, die wir kennen. Für Frau Sommer ist gar nicht dabei. Okay. Ein Mixer, stellen wir den ein. Caterer würde ich gern lieber an Nessa. Und Entertainer. Kostet Geld. Gut, dann lass mal den Entertainer. Und den Ort. Also daheim würde ich nicht gerne. Ach, das sieht doch ganz gut aus. Nehmen wir das. Mitbewohnerresistenz. So, hier sind unsere ganzen Gäste. Hallo, stehen sie alle da? In Reihe und Glied, ey. Flirten. Wir wünschen uns zu flirten. Dann flirten wir doch gleich mal. Fünfmal müssen wir essen. Essen. Flirten, nicht essen. Flirten. Sofort durchbrennen mit Klausi. Na. Tut mir leid, die Sims ist gerade irgendwie kleiner geworden. Flirten. So, jetzt haben wir schon einmal. Zweimal. Flirten. So, flirten haben wir auch. Perfekt. Sims sich küssen lassen. Komm mal her hier, wo bist du? Romantik. Ich denke mal, Wange küssen zählt bestimmt auch dazu. Hoffe ich. Einen Kusshaufen. Wo ist unser Dickerchen? Hey, wieso geht er weg? Er soll nicht zur Arbeit gehen. Ah, er geht zurück. Er schwänzt heute mal Arbeit. Ich weiß, das ist kein gutes Vorbild, aber es ist eine Verlobungsparty, da würde er ja mal wo. Da werden die sich ja wohl mal küssen dürfen auf ihrer Verlobungsfeier. So, und nochmal küssen. Ach, küssen haben wir jetzt schon. Gut. Dann ziehen wir uns erstmal Outfit ändern. Abendkleidung oder Partykleidung? Wieso schubt der? Wir machen doch lieber Party. Lass uns ein Techtelmechtel machen auf der Party. Wie sieht sie denn aus? Boah, sie machen jetzt auf ihrer Verlobungsfeier halt mal Techtelmechtel. Kuchen essen, hier steht überhaupt kein Kuchen. Oh,
uns gleichzeitig Spiele spielen lassen. Ja, was sind so Spiele? Hier gibt's ja gar keine Spiele. Wie leicht kann unser... Ja, ein Kuchen backen. Kochen? Hamburgerkuchen. Eine weiße Torte. Wir machen eine weiße Torte. Er läuft im Schlafanzug rum. Auch nicht schlecht. Ziehst du bitte wieder dein Outfit an? Ach, nicht Abendkleidung. Party wird mal. So, wo ist er? Angie! Er soll doch kochen. Weiße Torte. Hallo, war da nicht irgendwas? So. Ach, obwohl, hier ist ja Torte. Torte essen. Naja, mach mal halt noch eine weiße Torte. Kann ich schaden. Die anderen müssen sowieso Kuchen essen. Wir haben ja erst null. Spektakuläres Techtelmechtel. Ein Stück nehmen. Na los, nehmt euch alle ruhig ein Stück und esst. Wo sind wir eigentlich schon wieder? Wir gehen erstmal auf Toilette. Ich weiß ja nicht, was die hier so Spiele meinen. Outfit ändern. Weiß ja, was ich hier... Flirten, willkommen bedanken. Don. Freundschaftlicher. Vips Wabitabi. Freu Bibahane. Willkommen bedanken. Er kann ja auch mal hier so alle willkommen bedanken. Willkommen bedanken. So. Willkommen bedanken. Willkommen bedanken. Damit wir uns mal ein bisschen bedanken hier. Party nicht erfolgreich. Okay, schade. Hygiene, gibt's hier auch eine Dusche? Ja. Können wir jetzt noch hier bleiben? Sieht so aus, dann bleiben wir erstmal noch ein bisschen hier. Oh,
Bla bla bla. Horny for toes and bab. Neebs, all chops. Shops. Oh, sharp. Just Durm garsha thought. Wenn wir das noch ein bisschen dekorieren können, dann können wir das auch als Hochzeit. Okay, ich nehme. Also für die Hochzeit müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr sparen. Lombeck. Also, sie haben ein bisschen Hunger. Ist hier irgendwas drin? Nee. Aber eine schnelle Mahlzeit können wir essen. War. Da ist ein paar Chips. Strum, Strum, Strum. Garsha, Garsha, Flagge. Nein, wir kennen die überhaupt nicht. Irgendwas mit Lee. Livo. Wanna choose? Zorbo. Shalbo. Marlene Yorin. Songs of Norma. Ach, Lee, Liberty Lee, das ist die. Chow Tokibo. Sika. Novi Novi. Yebu. Vipskladina. Pelswa. Er kann ja noch zur Arbeit gehen jetzt. Das klingt zwar nicht viel. Glückliche Runde hier. Klausi ist bei der Arbeit, okay. Fuibak dutsu o dove che So, sie wird auch langsam müde. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt langsam nach Hause. Die meisten Gäste sind eh schon weg. So, dann müssen wir dann wohl Geld sparen für die Hochzeitsparty. Und da wollten wir ja noch ein Kind adoptieren. Da sind wir. Ich wollte gerade sagen, Klausi ist doch arbeiten. So, wir hauen uns gleich in die Koje. Im Inventar haben wir nichts mehr. Und ab ins Bettchen. Läuft das nicht schneller, weil Klausi nicht da ist? Aber der müsste auch gleich kommen. Der muss doch nur bis 23 Uhr arbeiten, oder? Irre ich mich. Ja komm, der hat natürlich jetzt nicht so viel verdient, ist klar, weil er ja nicht so lange da war. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht auf seine Job... Nö, ist alles grün. Gut. Dann kann er sich nämlich dann auch gleich hinlegen. Arme Klausi muss bei seiner Verlobungsparty noch arbeiten danach. So, dann wasch dir mal schnell deine Händchen und ab ins Bettchen zu deiner Verlobten. Und da wird es auch schon wieder hell. Und er muss schon wieder 9 Stunden arbeiten. Sie geht erstmal ihr morgendlicher Toilettengang, kalt duschen und ein Grillkäse.
Ich muss dann erstmal nachher eine Aufnahmepause machen, weil ich erwarte nämlich noch ein Paket von DHL. Wir haben uns nämlich Kaminrohre bestellt, weil wir im Garten jetzt einen Kamin einbauen wollen. Und dann muss ich auf die Pakete warten, nicht, dass ich es verpasse. Skuma. Jessie. Oh, ein bisschen schneller laufen lassen. Ach, sie setzt sich wieder raus. Das ist schön. Also, sie sollte eigentlich noch duschen gehen. Naja. Okay. Oh, das sieht aber auch schön aus hier auf der Terrasse hier. Hübsch, oder? Könnten wir ja eigentlich... Kann man hier mit dem Handy ein Bild schießen? Schade, bei Sims 3 ging das. So, er schläft noch. Nach dem Duschen kann sie ja dann mal endlich Frau Summa einladen. Vielleicht möchte die ja dann endlich mal mit uns abhängen. Kipuna, Kipuna, Kipuna. Ach, unser Dickerchen ist aufgestanden. Er nimmt sich ein Gericht. Okay, das ist prima. Er setzt sich diesmal auch raus. Und Frau Sommer ist da. Herein bitten. Wir haben wieder 17 Tamiente bekommen. Beeilst du dich mal bitte mit dem Duschen. Du hast nämlich Gäste vor der Tür stehen. Also die scheint so ein bisschen etipetete zu sein. Zubatube, love a zubi. Wie das aussieht. Wollen wir uns mal die gehobene Gesellschaft. Gemeinsames Foto machen, ja. Bitten einzuziehen. Einfach mal hier oben einziehen lassen. Der hat bestimmt einen Haufen Geld. Los, wir lassen die mal einziehen. Vula Shaka T. Lizarak. Yaffa. Befala Narbal. Then. Chelner. Gungan. Können ja das Zimmer hier hinten. Chimere Jabin Slavic. King. Torkachuma. Sowas wie eine WG. Das wäre cool. Oh, die will ich aber nicht hier einziehen lassen. Angie. Una Bird. Cool. Ein Foto. Benasa. Baima. Been equipped. Klicke auf OK, um auf Haushalt teilen. Ja, wir gucken mal. Weil ich würde, wenn dann nur sie einziehen lassen. Und nicht auch noch ihr Kind. Obwohl, das Teenager, den Teenager können wir ja oben. Ach, die sind zu dritt. Also sie auf jeden Fall. Wir können die ja alle oben einziehen lassen. Oder? Ich weiß nicht, ob ich den auch mit einziehen lassen soll. Aber der heißt ja Scott, der kann da drüben bleiben. Obwohl die heißen alle anders, so dann bleibt sie auch da und nur sie zieht ein. Perfekt. Ich hatte gedacht, das wären die Kinder, aber anscheinend war das auch nur irgendwie so eine Patchwork-Familie oder auch eine WG, keine Ahnung. Also auf jeden Fall gehört sie jetzt zu uns. Wir gucken mal, was sie so... Freundin der Welt. Wen kennt sie alles? Nicht viele. Okay, Fähigkeiten.
ist jetzt auch nicht so pralle. Sie ist Tellerwäscherin? Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Okay, machen wir das Beste draus. Sie ist jetzt bei uns. Wir gucken mal im Familieninventar. Haben wir nichts bekommen. Sie hat auch kein Geld mit hierher gebracht. Finde ich etwas komisch. Ich würde aber sagen, sie den anderen Shop sich suchen. Und dann richten wir dann das Zimmer so nach ihr ein. Dann tun wir unsere Gitarre dann schon mal rausstellen. Geheimagentin wäre ja cool. Verbrecherin, Schriftstellerin, Astronautin. Wir machen Entertainerin. Drehen wir mal. Dann stellen wir mal hier hin unsere Gitarre. Das Bett und so, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist jetzt bestimmt nicht ihre bevorzugende Farbe. Wir machen es so. Ah, das lassen wir so am besten. Sie will eine Runde joggen gehen. Dann geh mal joggen. Or a bay. In Jamae Manzo. Ah. Ich hab gedacht, sie bringt ein bisschen Geld mit. Aber nicht. Miva? Wisdom of Mola Shubini. Oh, sure. Bitten zu gehen, herein, bitten. Slaboon. Kennen die beiden? Die sind ja befreundet, oder? Wizib? Femboy Barovi. Liberty. Ja, ist Liberty. Wie gut sind wir mit Liberty befreundet? Genauso circa. Freundschaftlich auf Wiedersehen, bitten abzuhängen, nach Tag fragen, schmeicheln, umarmen, tiefgründig Unterhaltung. Wir machen mal ein Kompliment. Können wir sie eigentlich wieder ausziehen lassen? Gemein, anbrüllen, beleidigen. Schräg. Plushina Dorga? Nee. Griha, Baribi. Jessene Thanika. Dann wohnen die wohl jetzt erstmal bei uns. Wir gucken, was sie so aussieht. Ach, das ist gar nicht ihr. Das ist gar nicht ihre Alltagskleidung. Chinosa. Lots of Zarde. Spa Bim Abalo? Stelaine Thinka. Damse Bruhano. Glanka Kor Kwol. Watanabe. Pifital Dimfish. From Chima? From Chima. Hima. To Hima. Vanilla. Fue. Oh. So. Darfi. Das macht die, die geht joggen. Achso, stimmt, ja. Dann können wir so lang ein bisschen Techtelmechtel machen. Ich sehe gerade, die Folge ist schon rum. Wir haben ein bisschen überzogen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.